Am meisten Spaß gemacht hat es mir, glaube ich, im Oman unterwegs zu sein. Weil es wunderschöne Naturlandschaft ist, das Land ist sehr dünn besiedelt, du bist wirklich viel in der Wüste unterwegs und hast diese wundervollen Wadis. Teilweise hatten wir auch abends riesengroße Wadis, ganz für uns alleine, Totenstille, wunderbar klares Wasser, in dem man da überall baden kann. Also das war schon sehr, sehr faszinierend, da unterwegs zu sein. Abends dann auch die Zeltplätze zu finden, zwischen diesen riesengroßen, steilen Felswänden. Ich bin mit dem Fahrrad durch den Nordosten des Oman gefahren und weil der Oman ein ganz wundervolles Radreiseland ist, kommen hier meine Tipps und Hinweise für Radreisen durch den Oman. Bei der Einreise über Land kann es sein, dass einem direkt an der Grenze kein Visum ausgestellt wird. Das heißt, man muss dann erst bis zur nächsten Visastelle fahren und dort sein Visum zu beantragen. Wir sind beispielsweise über die Vereinigten Arabischen Emirate und zwar über den Grenzübergang Al-Buraimi eingereist. Und dort war die nächste Visastelle erst im 40 Kilometer entlegenen Wadi Yizi zu finden. Der Norden und Osten des Landes ist sehr gebirgig. Trotzdem lassen sich sehr gut Routen planen, die um die Berge herumführen. Also die meisten Straßen führen einfach auch von sich aus schon um die Berge herum. Das heißt, man kann wunderbar durchs Gebirge durchfahren, ohne dabei extrem viele Höhenmeter zurücklegen zu müssen. Die klassischen Routenplaner, wie zum Beispiel bikemap.net, berücksichtigen leider nicht, dass man im Oman auch legal mit dem Fahrrad über die Autobahn fahren kann. Weil aber die Autobahn oft die einzige direkte Verbindung zwischen zwei Orten ist, spucken dir diese Routenplaner dann oft große Umwege aus. Und das kann man getrost ignorieren. Stattdessen einfach über die Autobahn drüber ist oft der direkte Weg. Ja, was waren meine Highlights im Oman? Auf jeden Fall, das war die Tibi und direkt daneben, das war die Al-Shab mit einer sehr mystischen Höhle, in der ein Wasserfall zu finden ist, durch die man durch einen ganz schmalen Spalt eintauchen kann. Wunderschön auch der Pebbles-Strand mit den traumhaft schönen weißen Felsformationen. Sehr sehenswert unbedingt natürlich auch der Viehmarkt in Nizwa. Da muss man schauen, er findet, glaube ich, nur einmal die Woche statt, an welchem Tag das denn ist. Völlig faszinierend auch das Wadi Bani Khalid mit der gruseligen Mogulhöhle, die man auf eigene Faust erkunden kann. Es gibt unglaublich viel im Oman zu entdecken und am besten schaut ihr einfach selber mal, was auf eurer Route zu finden ist. Die meisten Straßen im Oman sind sehr gut ausgebaut, in einem ausgezeichneten Zustand und verfügen über einen breiten Seitenstreifen, auf dem man hervorragend mit dem Fahrrad separiert vom motorisierten Verkehr fahren kann. Zudem sind sehr, sehr viele Fernstraßen auch nachts beleuchtet. Das hat einen riesen Vorteil. Es ist tagsüber sehr, sehr heiß und wem es zu heiß ist, der kann einfach auch mal nachts fahren auf der beleuchteten Straße. Es ist nicht verboten, im Oman mit dem Fahrrad auf der Autobahn zu fahren und die Autobahnen haben dort einen schönen breiten Seitenstreifen, auf dem man in Ruhe fahren kann. Außerdem gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometer. Das heißt, der sowieso schon recht moderate Verkehr, der hält sich in der Regel auch in diese Geschwindigkeit und rast nicht an dir vorbei. Ich navigiere immer mit Kartenmaterial von OpenStreetMap. Das kann ich mir zu Hause kostenlos und vollständig runterladen und habe dann meistens die App Oryx Maps auf meinem Handy, die allerdings leider nur für Android verfügbar ist. Und OpenStreetMap bietet mir die Möglichkeit, dass ich wirklich auch komplett offline navigieren kann. Ich bin unabhängig vom Internet unterwegs und das Kartenmaterial ist nochmal deutlich besser ausgebaut als beispielsweise Google Maps. Trotzdem in abgelegenen Regionen im Oman gibt es dann oft auch Lücken. Das heißt, viele Restaurants, die vor Ort zwar zu finden sind, sind nicht eingezeichnet. Der Vorteil bei OpenStreetMap-Material ist, dass jeder beitragen kann. Darum meine Empfehlung, mein Tipp, meine Bitte, mein Wunsch an euch, wenn ihr unterwegs seid, ladet euch entsprechende Apps vorher runter und tragt einfach mal selber irgendwelche Orte
dort ein, die ihr unterwegs findet und die für andere Radreisende, die später die gleiche Strecke entlangfahren, interessant sein könnten. Das sind beispielsweise Wasserstellen, Restaurants, gute Campingplätze, was auch immer ihr findet, tragt es einfach ein. Ich empfehle die App Vespucci, damit geht das ganz gut. Man muss sich ein bisschen einarbeiten, aber dann macht es auch sehr viel Spaß. Fahrradläden nach westlichem Standard sind im Oman sehr selten zu finden. In Maskat soll es den Laden Oman Bicycle geben, der ganz gut sortiert sein soll und vielleicht sogar einer der bestsortierten im ganzen Land ist. Ich habe ihn nicht kennengelernt, aber das ist möglicherweise eine Anlaufstelle. Und in kleineren Städten gibt es aber vereinzelt kleine Fahrradläden zu finden, in denen einfache Teile angeboten werden. In einem dieser Läden habe ich mir beispielsweise für wenig Geld neue Pedale gekauft, nachdem bei meinen alten Pedalen das Tretlager kaputt gegangen war. Und ansonsten gibt es sehr oft zu finden Reparaturwerkstätten für Autoreifenmäntel. Und dort konnte man mir einmal weiterhelfen, zumindest provisorisch meinen Fahrradmantel zu flicken, der irgendwann einen kleinen Riss bekommen hat. Im ganzen Land sind Trinkwasserfilter aufgestellt und teilweise wird das Wasser dort runtergekühlt. Ich würde aus hygienischen Gründen nicht empfehlen, die Becher zu benutzen, die meistens dort mit dranhängen. Aber zum Abfüllen von Trinkwasser sind diese Filter wirklich sehr gut geeignet. Einkaufsmöglichkeiten oder meist indische Restaurants oder Fastfood-Läden sind in der Regel so alle 30 bis 40 Kilometer zu finden. Trotzdem sollte man sich nicht darauf verlassen, in jedem Fall rechtzeitig abends vor der Zeltplatzsuche noch was zu finden. Darum bietet es sich auf jeden Fall an, jede Gelegenheit zu nutzen, um einzukaufen. Und was auf keinen Fall fehlen sollte, ist auf jeden Fall auch der Kocher, weil man meistens doch darauf angewiesen ist, sich selber was zuzubereiten. Was gibt es heute Abend? Unbedingt zu berücksichtigen ist auch, dass die Geschäfte fast alle freitags geschlossen sind aufgrund des Feiertags und auch nachmittags zu sind, Mittagspause machen in der Regel bis 16 Uhr. Im Gegensatz zu vielen anderen islamischen Staaten gibt es im Oman keine generellen Kleidungsvorschriften. Das heißt, es ist für Männer auch möglich, mit kurzen Hosen zu fahren, ohne komische Blicke zu ernten. Und insbesondere können Frauen auch ohne Kopfbedeckung unterwegs sein. Es empfiehlt sich allerdings trotzdem, wegen der intensiven Sonneneinstrahlung und der starken Hitze entsprechenden Sonnenschutz zu tragen. Also mindestens angebracht ist ein Käppi. Ich habe auch immer so ein Tuch dabei, das ich mir vors Gesicht ziehen kann, damit sich die Nase nicht verbrennt. Langärmelige, dünne Oberkleidung und in der Regel doch auch ganz angenehm sind, dünne lange Hosen zu tragen. Wildcampen ist im Oman akzeptiert und im ganzen Land finden sich praktisch überall wunderschöne, sichere und komfortable Zeltplätze. Wir hatten zweimal das Problem, dass unser Zelt nachts von Hunden belagert worden ist. Wir hatten dann ein Rudel, das sich um unser Zelt aufgebaut hat und uns wirklich eine gute Stunde lang angebellt hat. Allerdings hatten die Hunde auch vor uns ein bisschen Respekt und sich nicht ganz rangetraut. Es empfiehlt sich in so einer Situation einfach Ruhe zu bewahren, abzuwarten. Irgendwann verlieren sie das Interesse und ziehen sich auch wieder zurück. Beim Zelten in Wadis ist zu beachten, je nach Jahreszeit kann es sein, dass bei plötzlich auftretenden Regenfällen sich das Wadi komplett schnell mit Wasser füllt. Das ist natürlich wirklich lebensgefährlich, also man sollte unbedingt die Wetterbedingungen im Auge behalten, wenn man im Wadi sein Zelt aufschlägt. In der Regel verfügt jede Moschee über öffentliche und sehr saubere Waschvorrichtungen, Toiletten und die Möglichkeit, Trinkwasser aufzufüllen. Und Moscheen sind nicht nur in den Ortschaften zu finden, sondern oft auch in abgelegeneren Regionen. Die Menschen im Oman sind mir aufgefallen als sehr freundlich, sehr hilfsbereit, aber überhaupt nicht aufdringlich. Und wir haben sehr oft Geschenke bekommen, oft haben die Leute angehalten und uns einfach ein paar Flaschen kalte Getränke in die Hand gedrückt, was immer sehr erfreulich gewesen ist.
Weitere Tipps und Hinweise für Reisen durch den Oman sind im Radreise-Wiki zu finden. Das werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Wenn euch das Video inspirieren konnte, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr die graue Glocke klickt beim Abonnieren des Kanals, bekommt ihr auch einen Hinweis, wenn ich weitere Radreisetipps für andere Länder hochlade. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei den Vorbereitungen und bei eurer Radreise durch den Oman.